So, hallo und willkommen zu unserem ersten Episoden-Recap von Fear the Walking Dead. Diese Serie läuft jetzt seit letzten Montag, jeden Montag um 20:15 Uhr zur Prime Time auf Amazon Prime. Die, ja, ich weiß nicht, sich vermutlich die Erstausstrahlungsrechte gesichert haben. Ja, und ich würde einfach sagen, dass wir einfach mal darum reden, um was eigentlich in der Serie passiert ist. Ja, gut. Wer eigentlich, wird, glaube ich, denke ich mal, jeder The Walking Dead kennen, zumal die Comics oder auch nur die Serie. Das ist eine Spin-off-Serie von The Walking Dead, deswegen auch der vierte Walking Dead. Die Pilotfolge heißt Gute alte Zeit. Also da spricht's schon, sieht man schon, dass es sich um die Anfänge der Apokalypse, der Zombie-Apokalypse handeln wird. Die Serie spielt in Los Angeles und nicht wie die Originalserie in Atlanta. Zumal wurden dann dafür auch komplett neue Charaktere kreiert. Die wären zum Beispiel Nick Clark, der drogensüchtige Sohn von einem Madison Clark, die noch eine Tochter namens Alicia Clark hat. Und die gute Madison Clark ist dann mit dem Kollegen, die zusammen an einer Schule unterrichten, dem netten Travis, Nachname weiß ich jetzt nicht, zusammen, der selber von seiner vorherigen Frau getrennt ist und und noch einen Sohn namens Chris hat. Ich glaube, Manowar oder so heißt er, aber das habe ich in der ersten Folge noch nicht raushören können. Ja, um was geht's? Also, wie gesagt, es fängt an über die Anfänge der Zombie-Apokalypse. Am Anfang sieht man noch nicht so viel wie so wie in der Originalserie, dass alles verwüstet ist oder alles verlassen ist. Nein, es herrscht noch das normale Leben. Hin und wieder kommen dann Ereignisse, komische oder mysteriöse Ereignisse vor von lebenden Toten oder es wird davon geredet, aber natürlich, wer glaubt das schon, jeder normale Mensch. Und natürlich gibt es dann halt auch ich nenne jetzt mal einen kleinen, dicken, verpickelten Nerd, der natürlich schon alles vorher weiß, der das irgendwie selber recherchiert hat und seine eigene Theorie hat und die sich vermutlich dann im Laufe der Serie bewahrheiten wird. Ja, wie fängt die Serie an? Also die Serie fängt an damit, wie der gute Nick Clark, ja, ich sage jetzt mal, aufwacht. Es ist nur nicht klar am Anfang, dass er Drogenprobleme hat. Er wacht auf in einem Drogenloft, woraufhin er dann eine grausame Begegnung macht, was eigentlich schon ziemlich viel sagen sollte. Er dann davor wegrennt und dann irgendwie schlussendlich, weil er vom Auto angefahren wird, im Krankenhaus landet. Ja, natürlich will ihm niemand dabei glauben, dass er da, was er da gesehen hat. Ist ja auch klar, es handelt ja noch alles vom Anfang der Zombie-Apokalypse, da schenkt man ihm nicht zu glauben. Außer der gute Travis, der schenkt ihm vielleicht dann doch ein Funken Vertrauen und geht der Sache selber auf den Grunde und geht dann in dieses Drogenloft und sieht dann natürlich, dass da was natürlich was Grausames geschehen sein muss. Gut, daraufhin macht sich Travis natürlich dann auch eigene Vorstellungen, eigene Theorien, was da passieren sein könnte. Und ja, und im Laufe der Serie häufen sich die Vorfälle von dieser Zombie-Apokalypse, von dieser Seuche. Ja, dann sind wir. Jetzt muss ich kurz. Ja, meiner Meinung nach hat die Serie viel Potenzial, man kann viel aus herausholen, gerade weil es um die Anfänge geht. Man könnte vielleicht irgendwann mal Parallelen zu der Gruppe in Atlanta stricken oder je nachdem, wie lange die Serie noch geht oder wie schnell sie vorangeht. Ja, sie hat viel Potenzial, hat sie aber noch nicht in der ersten Folge ganz ausgereizt.
Zum Mitte hin der Serie wird sie ziemlich zäh. Was ich meine, ja, es hat jetzt nicht unbedingt den Spannungsbogen in Mitte der Serie. Da ist viel Geplänkel um zwischenmenschliche Sachen, was nicht viel von dieser Apokalypse oder was man sich von der Serie vorgestellt hat, erzählen soll. Erhofft hat, Entschuldigung. Ja, aber zum Ende hin muss ich sagen, wird's interessant, wird's spannend. Was mich eigentlich dazu sagt, was mich dazu eigentlich bewegt, die nächste Folge abzuwarten und worauf ich auch gespannt bin, so wie es eigentlich bei einer guten Serie sein sollte. Ja. Ja, gut, das war's eigentlich schon im ersten Recap. Ich denke mal, ich habe genug erzählt. Ich will euch natürlich auch nicht spoilern. Zu viel spoilern, was in der Serie alles passiert. Ein kleiner Fun Fact zum Schluss. Zum Ende hin, also meine Meinung zu diesem Fun Fact. Am Ende hin passiert, macht der nette Nick, macht er was ziemlich Dummes oder beziehungsweise, ich will es jetzt irgendwie versuchen oder irgendwelchen Spoiler aussprechen. Und da goggelt er ziemlich rum mit seiner Körperhaltung und die erinnert mich doch sehr stark an den guten Herrn Johnny Depp in seiner Rolle als Captain Jack Sparrow. Ja, seht selbst. Ich bin gespannt auf die nächste Folge. Die wird am nächsten Montag um 20:15 Uhr auf Amazon Prime kommen. Wer noch keinen Prime-Account hat, kann sich bestimmt mittlerweile wieder bei einer Aktion, was Amazon ich glaube für jeden mal irgendwann hat und nie mal Prime gehabt hat, wieder so, glaube ich, mal einen Monat kostenlos testen. Nutzt es mal, schaut euch rein, macht euch euer eigenes Bild, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ich mit meiner Vermutung recht liegt, dass er Potenzial hat oder auch nicht. Ich würde mich darüber freuen, wir können darüber diskutieren. Gut, okay, dann verabschiede ich mich und ja, bis dann.